Und weiter geht's. Oh, den müssen wir mal heilen, ne? Echt nichts mehr. Keine kleinen mehr. Die hat nur noch Superheiler. Also gehen jetzt zu den Artischocken oder so. Ja, die Grafik ist schon woanders. Oder die Landschaft so, ne? Sieht schon geil aus. Oh, da ist was. So wurde für fliegende Faulige stark machend auf die Leiche aufmerksam, die unter dem abgeknickten Metall eingeklemmt ist. Sieht so aus, als hätte hier der tote Körper nicht nur Fliegen als Nahrung gedient. Nicht so nett. Man, if dust was gold, these people would be rich. The Topekans have been treating these people like shit. Ja. Als so eine Art Untermensch, wenn man das Wort noch sagen kann. Verwittert und hart wie eine Ledergerte. Ein Blick in ihre Augen ist für die Suche in ein Grab. Don't get in my way, Rangers. I'm going to end it all. What? Was, Ben? End the feud before it ends us. It's already taken everything from me. My sons, my husband, my sister who married a Topekan, and her daughter too. Master Kekaba hung my men folk, and Casey James's bombs blew up my women folk, all because of pride and selfishness. Well, I'll make an end of both of them. Also es scheint also, dass die Leute auch nicht so begeistert sind von dem Krieg auf dieser Seite. Also bei den Artischons. Casey James hat Frauen aus seinem eigenen Stamm umgebracht. Casey's bombs didn't pick and choose. He said he was sorry my kin got killed, but it was their fault for being related to Topekans. I say it's his fault for planting the bombs. Okay, also ihre Töchter haben Topekans geheiratet und sind von den Bomben getötet worden. Also es ist Casey, der die Bomben Casey lebt. Will deny it, of course. But he's the one who plants all those bombs. He says he'll stop when Kekaba stops hanging Atchison's. And Kekaba says he'll stop hanging when Casey stops bombing. And it goes on and on and on. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass beide Seiten noch nicht aufhören. Je nachdem. Was hältst du von Casey James? He may be my leader, but he's as much of a fool as Kekaba. He'd rather have a worthless symbol in his hand than food in the bellies of his people. Ja, setzen das diesen Gleisnagel über alles. Kekaba hat deine Männer aufgehängt. All the Atchison men are hanging from the Topekans gate. We've lost a whole generation to this feud. It's long past time for the women to stop it. Okay, die Frauen sollen das jetzt beenden, Phil. Es muss einen anderen Weg versuchen werden. A prideful fool who thinks he's a king. He's letting his people starve rather than make peace. All because he thinks somebody's gotta be punished for something that weren't nothing but an accident. Ja, hieß ja, sie sagt auch, das war ein Unfall. Mit dem Zug. Ist ein Problem mit den Topekans? There are no Topekans and no Atchisons either. Those names don't mean anything. We're all the same tribe. We all wander and work the rails. Folks just like to have an us and a them, so they can blame things on somebody other than themselves. Idiots.
Why should I be? We're just another bunch of murderers, just like the Topekans. Okay. So, es muss einen anderen Weg geben. Versuchen wir das. Give me one good reason why. Do you think you'll be able to make peace between those fools? Or maybe you want to kill them before I do? Und was, wenn ich einen Frieden aushandeln kann? I'll believe it when I see it. But okay. I'll stay my hand until the next Atchison or Topekan dies. If there's another death in this feud, then I'm taking heads. First Kekabaz, then Casey's, then mine. Okay, sie also sagt, sie bringt die beiden um, wenn wir es nicht zum friedlichen Lösung bringen. I'll be watching, Rangers. Wow. Das war krass. Was sagen die so? Joe und ich, wir haben beide gegen die Topekans gekämpft. Warum haben sie ihn umgebracht und nicht mich? Gestern haben die Topekans Luke Jürgen aufgeknüpft. Oh, hier im Wetterhahn. Was ist das? Der letzte V8 Interceptor. Okay. So, auch was? Artichan. Gestern haben die Topekans Luke Jürgen geknüpft. Oh, das war zu buddeln. So viele Beerdigungen, ja. Ist auch bekloppt. Fehde. Oh, 10 Scrap, nicht schlecht. Sind hier hauptsächlich Frauen unterwegs? Die Winde dieses Brunnens hängt an ein paar Granatsplittern. Sieht aus, als ob sie vom Kugelhagel weggeblasen wurde. Liegt sie hier noch irgendwo? Ich sehe keine. Hier ist aber auch ein Zug. Geht nicht, bitte bleibt im Zelt. Okay, was? Oh, da, guck mal. Ja, voll der Butler hier. Versenkte Schnupftuch. Ja. Und schauen wir mal ins erste Haus. Gucken, ob hier auch zu wenig los ist. Bitte lass uns allein. Bitte lass uns allein. Aber das ist eine Kiste. Was passiert, wenn ich die aufmache? Stören die sich daran? Nur mal eben testen. Labormantel. Mehr haben die auch nicht. Ein Labormantel. Kann man auch nicht von satt werden. Okay, wir nehmen wieder raus. Aus eurem Tipi. Okay, nächsten. Ask him if he has a water chip. Howdy, herzlich willkommen bei Switcher Antifikaten. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft nach mir. Ich heiße Honest John. Ein schmierig aussehender alter Mann mit ungleichmäßigem Bart und ausgedünnten fliegenden Haaren.
Er trägt ein rotes Halstuch als Lendenschutz und sonst nichts. Er riecht so schlecht, wie er aussieht. Fast nackt hier. Wenn ihr etwas seht, was euch gefällt, ruft mich einfach. Das sind keine Antiquitäten. Ich sehe bloß Müll. Klar sind das Antiquitäten. Also die Mülltüte da drüben stammt von vor der Apokalypse. Und das vertrocknete Stück Grapefruit ist älter als ich. Honest John würde euch nie anlügen. Warum heißt dieser Ort Switchman Antiquitäten? Ehrlicher John. Nun, früher war ich Weichensteller, aber da der Zug nicht mehr fährt, musste ich mir eine andere Arbeit suchen. Daher verkaufe ich nun erlesene Antiquitäten an anspruchsvolle Kunden. Und schauen wir mal. Welche dieser feinen Antiquitäten fiel dir ins Auge? Mit V. Was? Ich kaufe die alle. Weil. Das ist wichtig. Das waren alles weiße Sachen, die haben alle Quests sind. Dahinter. Cool, danke. Siehst, also der verkauft Sachen, die andere Leute haben wollen. Wenn wir die jetzt behalten, sieht aus. Ach du Scheiße. Ja? Der CDI und so weiter. Geil. Und Sega Mega Drive, wo war der? Ne, Sega Genesis ist ja schon. Voll modern. Okay. Das speichere ich gleich mal. Ja, nach dem Pfund. Oh, das ist Toaster. Können wir den reparieren? Laserkarabiner. Ist er besser oder schlechter? Ist mehr Reichweite, mehr Schuss. Kannst du den Toaster reparieren? Jawoll. Das ist Sherry. Macht's sonst. Oh. Nochmal 86. So easy peasy. Dünger Spray. Oh mein Gott. All diese wichtigen Gegenstände. Wie lange er wohl noch bleibt? Also wie ich schon ganz zu Anfang sagte, es sind so bestimmte Gegenstände, die auf den ersten Blick nicht wichtig erscheinen, aber dann irgendjemand will die haben und dann kriegst du da einen extra Bonus oder einen Gegenstand für. Also nichts wegwerfen, was weiß es. Das ist ganz wichtig. So, aber trotzdem mal eben hier. Ist da was für sie? Aber hier noch. Brot. Dann habe ich hier Energiezellen. Wollen wir noch? Wollen wir noch die? Hm. Könnte noch loswerden. Nichts mehr. So, wie sieht das? 8 bis 12. Mehr Reichweite, mehr Schuss. Mal 2,4. Und 6 AP für den Feuerstoß. Ne, Feuerstoß ist scheiße. Doch, 50, 100. 216. Wir werden reich sein, wenn wir nach Hause kommen.
Falls wir noch. War da nicht ein Arcade-Shop in einem anderen, in einer anderen Stadt? Traut ihm doch nicht, der läuft mit seiner Waffe rum. Der Vorsteher. I've lived too long already. Meister. So, Rangers, you come to take me down? Well, I've had a good run. Just don't expect me to go quiet. I got work to do here, and I ain't leaving till it's done. Okay. Was für Arbeit machst du? Huh? Ain't it obvious? I'm Casey James, Security Chief. Du bist hier für die Sicherheit verantwortlich? Damn right I am. And until this war with them Topekans is over, I ain't going nowhere. I'll turn myself in when the fighting's done, but not before. Okay. Kennst du Casey James? I'm a security chief, ain't I? I provide protection against them rail thieves and them Topekans, and he provides me with a yurt to stay in. Maybe not the best price I've ever charged, but you just watch your step, whippersnapper. I'll earn every penny. Was ist ein Jut? You're standing it. And I hate these goddamn hippie teepees. Still, beat sleeping out in the dust with them lizards. Naja, lieber ein Zelt als nix, ne? Gute Arbeit, Alter. Die Einbahnräuber sind weg. Mit ein bisschen Nachhilfe. Genau. That's right. Knew I'd scare them off sooner or later. Tales of the chisel wreck terror in the hearts of weaker men. Ja, nur dass wir das gemacht haben. Du bist hier für die Sicherheit zuständig, Alter. Damn right I am. And until this war with them Topekans is over, doppelt, I ain't ja. going nowhere. I'll turn myself in when the fighting's done, but not before. Okay, yeah, man. You know, for all my countless crimes, I bet you Rangers have a file on me a mile thick. I'm ADN Bombacetabo, known as the Chisel. You must heard of me, I'm the last of the hard men. You savvy? Wer macht ja fast Werbung für sich? Ihr habt doch bestimmt von mir gehört, oder? Warum nennt man dich Meister? Why do they call me the Chisel? Everybody knows why they call me the Chisel. It's because I, well, what do you know? I forgot why they call me that. Ja, gut. Ihr könnt mir ruhig glauben, schön war es nicht, das kann ich garantieren. Na, was für Verbrechen sollen das sein? Too many to name. Crimes, misdemeanors, rude things. You calling me soft? I've shot men for less. A lot less. Okay. And good riddance, coppers. Na doch nix. Ciao. Ein seltsamer Bewohner hier nach dem anderen. Nächste Haus. Was hier mit? Diese Wippe sieht so aus, als wäre sie aus übrig gebliebenen Zugteilen zusammengesetzt. Dies ist die erste Hütte des Camp, was aber nicht zu viel heißt. Merkwürdigerweise dringt ein leichter Kaffeeduft nach draußen und der Geruch von Cheesepulver. Ja, die mal Kaffeedosen benutzen die doch. Oh, echt nicht Schiller, hier ist schon wieder die Eisenbahn. Gut. Wird das wohl das Haupthaus sein, ja? Da kommen wir nicht hin. Okay, aber nochmal, also ich bin jetzt vorsichtig. Das ist hier eine delikate Angelegenheit, ich will hier nichts versauen. Los. Coffee? This ain't the time to bother me, Rangers. Eine ungeöffnete Blechdose mit Cheesepulver.
Eine leere Kaffeebohnendose. Kommen wir da rein. Geschichten von John Henry, Teil 3. Müssen wir nachher mal lesen. Chasey. Ein harter Mann. In seinen frühen 40ern mit einer Haut wie aus Leder. Sein kantiges Gesicht wird von wilden Koteletten eingerahmt. Und er hat Schienennägel auf beiden Vorderarmen eintätowiert. Seine Kriegsbemalung lässt ihn aussehen, als wäre er mit Ruß bedeckt. I really ain't in the mood to swap words with you, Rangers. My daughter Jessie should have been home by now. She's been sneaking off with that damn Topekan boy. And I just know he did something stupid and got her captured. Jessie trifft sich mit Topekan. Don't remember his name. Him and Jessie were friends before that thief Kekaba kicked us out of the Topekan camp. I told Jessie she'd have to make friends with the Atchison kids now, but she's stubborn, like her dad. Die Bombe am Fahrrad auf dem Spielplatz wurde aus der Kaffeedose gebastelt. Why would you think that had anything to do with me? There's plenty of coffee cans lying around in the world. Jessie hat eine Menge Schießbomben. Of course I've got gunpowder. We use it to blow up rocks when we're laying track. Really? We've been fending for ourselves so long I forgot what a kind word sounded like. Do you mean it? Just name your price. That's not a cheese offer. I don't know. I. All right. You win. This war's done nothing but kill children on both sides. I don't know why I couldn't see it until my own daughter was threatened, but... Well... Go tell Kekaba that if he gives me back my daughter, I'm done killing and ready to bargain. What's up, Webster? You'll never find it. Might not be polite, but the sooner you're gone, the better. Vielleicht finden wir den Bremsklotz ja bei Jessie. Oder den hat der Kakao-Mann selbst weggenommen. Oder der ist gar nicht gestohlen? Keine Ahnung. Und wo zur Hölle soll ich nach der Tochter suchen? Ach so, ja, wenn er hat gesagt, wenn er uns die Dings wiedergibt. Das heißt, können wir eben mit ihr schnacken. Ist sie noch da? Don't take too much time, Rangers. My gun is getting impatient. So many women, so few men. What is going on? Ja, was wohl. Die Männer werden aufgeknüpft, die Frauen werden nach Hause geschickt. Wow. Nur eben anschauen. Copy, Echo One. Echo One, your recent progress. Congratulations, Echo One. Das hat man ja alles aufgeklärt, ja, ne? Ja. Wasserquelle, Dorf, Chisel. Das war viel zu einfach, ja. Ich schätze mal, das wird noch komplizierter. Da wird die Tochter nicht so einfach rausrücken, glaube ich. Ach, warte mal, wir müssen erstmal nur zu diesem Händler Holiday. Oder hatten wir ihm die schon gegeben? Hatten wir das schon abgegeben? Gut möglich. Ja, haben wir schon.
Hat schon auch was Gutes? Stahlplattenrüstung. So, wir verkaufen mal die fetten Rüstungen, die wir haben. So. Sonst noch was, das wir verkaufen? Das bestimmt nicht. Die haben auch ein bisschen viele von. Die haben wir schon. Die Pistole will ich nicht. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Nahkampf, Handgemenge. Mal wir das nicht öffnen können, wir können das nur auftreten. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Hier war der Eingang, ne? Nein, hier. Ist der weiße Mann noch da? Ja, ein Junge ertrinken zu lassen. So, hier hat auf jeden Fall Fertigkeiten. Ach, der. So, die können wir jetzt maximieren hier. So. So, nix. Ja, warte mal, ich will da rein. So, du Einarmige. Another visit, Rangers? Ja, ich will die Tochter. Why have you returned? Wir sind gekommen, um dich um Jessys Freilassung zu bitten. Erstmal, wir haben die Gleisräuber. Thank you, Rangers. Now we can continue our righteous war with those damned adjacents unbothered. A small token of gratitude is yours. So, und jetzt zum Geschäft. And why would I do that? If I can't use her life as leverage to convince Casey James to surrender, then she will make an excellent example when she is swinging from our front gate. Boah, Alter. Tolles Beispiel, wenn sie an unserem vorderen Tor baumeln. Nehmen wir jetzt sie als Klugscheißer. Wie wäre es, wenn du stattdessen ein Gnadenbeispiel statuierst? Das könnte Casey James davon überzeugen, zu verhandeln. That could be a shrewd maneuver, but I prefer to save the act of mercy until after negotiations have concluded. Go to James and tell him I'll release her once we've made peace, but not before. Damn. Jetzt weiß ich wieder, wie das abgeht, ja. Wir werden eine Menge vor und zurücklaufen. oder nee, der kommt zum Tor oder irgendwas ist da. Irgendwas war. Die denn?
Richard Gere's Story. Oh, kriegen wir einen Arschkriecher auf. Aber wir haben keine Arschkriecher. Teil 1 schon irgendwo? Ich schwöre, wir hatten den. Das ist interessant. Nee, auch nicht. Benutze ich mal auf mir selbst. Das ist wie weil ich habe diese eine zu null, weil ich diese das Ding hier trage. Okay. Da waren wir noch auf Teil 1 dann. Okay, haben wir eigentlich vollgeladen? Ja. What are you doing back here? Go get my daughter away from that monster Kekaba. Of course I've got gunpowder. Where you'll never find it. Okay, er hat angeboten, deine Tochter freizulassen, wenn du bereit bist, Frieden zu schließen. Er möchte wissen, was deine Bedingungen sind. He holds my daughter for ransom and he wants to make peace? No, I will not bargain with kidnappers. Du würdest also deine Tochter von diesen Entführern ermorden lassen, bloß um etwas zu beweisen? Vielleicht willst du überhaupt keinen Frieden. It wouldn't be me killing her. It would be Kekaba. And I would avenge her, just as he avenged his daughter when I... Aha. Oh, great John Henry. How did I not see it before? If Jesse died because of... Because I wouldn't... All right, all right. Go tell Kekaba I'm done killing. I'm ready to bargain. Have him meet us at the broken rails and we'll hash this out. We'll bring the brake shoe and fix the rails in exchange for the spike and half the profits from the rail trade. But the spike must return to us. That is not negotiable. We can't both have it. Wenn du keine Bomben mehr baust, tötet Kakaba vielleicht auch deine Leute nicht mehr. Ja, genau. Los, Vultures. You're right. If we could trust each other to stop at the same time, we could have peace. But I can't trust Kekaba as far as I can spit. I mean, just look at the spike. It don't mean nothing to them, and he still won't give it back. We both want it too bad. Except my reasons are good, and his ain't. Ja. Was wenn ihr beide haben könnte? Wie wäre es, wenn ihr als letzten Gleisnagel einschlagen würdet?
Are you saying we should use the golden spike to repair the rails? Make it the final act that gets our train going again? Genau. Like some kind of symbolism? Ha! I like it. Particularly since it'll be in our rails and not in their station house. Okay, Rangers. If you can get Kekuba to agree to that, along with the rest of it, then we have a deal. Yeah. Might not be polite, but the sooner you're gone, the better. Ich bin zwar nicht gewillt, als Desert Ranger Deals mit Bombenlegern zu machen, auf Kinderspielplätzen. Wir haben hier wenig andere Optionen. Muss nur zu sehen. Haben wir noch Zeit, da nochmal zurückzulaufen? Weil sie ist ja sehr. Hat hier so einen Triggerfinger. Don't take too much time, Rangers. Ja, my gun is getting impatient. Ja, ich bin unterwegs. Halt die Füße still, wir haben das bald. Die hatten gesagt, die hatten vor deren Tor alles zerstört. Also da würde er sich dann gleich treffen, also müssen jetzt das letzte Mal zurücklaufen. Und dann haben wir die Situation hier entschärft und dann können wir uns um andere Sachen kümmern. Weil trauen tue ich den beiden ja noch nicht, ne? Also, sind beides Vollidioten und alte Haudegen. Ne? Keine Ahnung, wie die jemals Anführer ihrer Hälfte des Tribes werden konnten. Die Tochter jetzt. Why have you returned? Casey James hat zugestimmt, das Töten zu beenden. Er wartet am Eingang des Architons Lager auf dich. Er ist bereit zum Verhandeln. Did I not tell you to stay out of our affairs? Well, what's done is done. What exactly are his terms? Er wird die Schiene reparieren und den Bremsklotz zurückgeben für die Hälfte des Profits aus dem Bahnhandel. Und er will den goldenen Gleisnagel bei der Reparatur benutzen, um den Handel zu besiegeln. You mean, use the golden spike as a final symbolic act that gets our train going again. Yeah. Damn it. Yes. Good. That is a John Henry solution, if I ever heard one. But the rest of it, he hasn't conceded a thing. He gets everything he wants, and I still have one arm and can't drive my train. Give me one good reason why I should change my mind when he has not changed his. Du könntest den Krieg beenden, du könntest wieder mit dem Handel anfangen. Weil selbst der stärkste Arm zwei Arme braucht, um einen Zug zu fahren. Das hat er selber gesagt. You think reminding me of the wreck the Atchisons caused, the wreck that cost me my arm, will make me change my mind? I should kill you for this insult. But no. You are right. We Topekans have learned a sad truth in this war. We cannot ride the rails alone. We need the Atchisons just as they need us. You know. But the debt in blood. I don't see how Casey James can ever spill enough to repay it. I'm afraid I...
Huh? No. Wait. I know what to do. All right, Rangers. Go to Casey at the entrance to the Atchison camp and tell him this. If, in addition to returning the brake shoe and repairing the rails, he is willing to lose his left arm, then I am willing to give the Atchisons half our profits and welcome them back into our camp. But the golden spike stays with us. That is not negotiable. We can't both have it. I will be there shortly with the golden spike, ready to deal. But if this is some kind of trick, I'll pound that spike through his heart. Choppers, bring me the golden spike. Ich sehe kein gutes Ende. Vielleicht bringen die sie gegenseitig um und dann haben die wieder frischen Frieden. May you speak with silver tongues. Oh shit. Er ist ja nicht mehr beim Camp, der steht ja hier schon beim Eingang, hat er gesagt. Oder? Ist das, wo wollte er aber? Ja, beim Eingang zum Edgerton's Camp, das ist hier. Na, ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Passt nur auf, dass ihr nicht, dass ihr sie nicht verliert, die Nasen. So, wo ist er? Da. All right, we're here. Okay, Casey. What does Kekaba have to say for himself? Kakawa akzeptiert deine Bedingung. Du darfst auch mit dem goldenen Sargnagel die Schienen reparieren. Das hat er eigentlich nicht gesagt, aber egal. Aber nur wenn du deinen linken Arm gibst. Lose my left arm? Is he insane? No. I'll do it. After all that I've done, what's the loss of an arm? I deserve worse than that. Tell him we have a deal. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Ich stelle mich immer hier beiseite. So, Jungs, wir haben drei Partys. Muss mal eben kurz einen Screenshot machen. So. Also geladen. Speichern. Ich sehe es noch nicht, Jungs. Und ihr wollt nur einen Arm, guck mal. Wie bekloppt ist das? Do we have a deal? Er hat deinen Bedingungen zugestimmt für sein Geschäft. Good. Then let us finish it. Ready to drive in the spike? Your arm first. For the good of both our tribes, I'm ready. Oh nee, echt jetzt? As a sign of renewed brotherhood, here's the brick shoe. Now the spike. For the good of both our tribes. Die sind echt fertig, ja. Wer schlägt den ein? Also ja. Juhu, endlich! I'll give my people the good news. I'm glad it's over. So am I. Let's get to work. Okay, es hat geklappt. Puh. Casey Jones hat seinen linken Arm für den Frieden gegeben. Ich hoffe nur, die Kojoten holen ihn sich nicht. Okay. Peace. Spricht er jetzt? Citus est faetum. Currus avriga paterni. This is Chief Kekaba with good news.
Thanks to the Desert Rangers, the feud between the Topekans and the Atchisons is over at last. Finally, we can begin to work together again, and we'll soon have the rails repaired and the trains running. The rail nomads will rise again. Good. Vielen Dank, Rangers. Jetzt, wo wir Frieden mit den Atchitons geschlossen haben, fühlt sich der Ort viel sich wieder sicher. Okay. Oh, hey, Rangers. Kekaba said you worked it out. We've got peace and I'm free. Thanks. Just wish Ralphie was here to enjoy it with me. I'm gonna head home and see my dad. Ja, Ralphie ist der Junge, der ertrunken ist, ne? Sorry. Wo wir gleich so einfach die falschen Baum gekickt haben. Das war ein bisschen blöd. Kinder der Zukunft. So, hier. Man. Kann ich jetzt wieder hupen? Ich will jetzt hupen. Schön euch zu sehen, Ranger. Ranger, vielen Dank. Bald fahren wir wieder in alten Zeiten nach dem Frieden. Mehr aus Spaß gedacht. Entschuldigung. Ich dachte, der mag mich. Okay. Dann nicht. So, ich hab jetzt. Können wir auch mal Forderungen stellen, oder? Peacemakers return. Welcome. I only wish you had convinced us to make peace long ago, Rangers. The strides we Topekans and Atchisons are making now that we are working together again, it makes me weep for all those wasted years. Thank you again. Good. Keine Ursache. Now, anything we can help you with? Ja. Ich brauch den. Was? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Was mache ich denn hier? Warum bin ich hier? Finde jemand mit Wissen über die seltsame Maschine, zeichne als CD1. Finde genügend Schmerzmittel und Dr. Aces Logbuch, überwacht die Funknachrichten, Infektion. Achso, nee, das war hier nur so ein Nebenquest-Ding dann. Kommen wir jetzt hier durch? Oder sind die immer noch scheiße, oder? Hallo? Mögt ihr uns jetzt? Shopper? Oh, guck, wir sind jetzt cool. Schön. So. Aufschließen. Munition. Aufschließen. Oh, ich weiß noch nie, ob ich die aufkriege. Ja. Komm schnell, Jungs. Ja, dieser komische. Kannst du mal das Dynamit von dem Safe entfernen? Gut. Mach den dann auf. Das haben die super hingekriegt. Das hatten wir in der letzten Version noch nicht. Da hatten wir immer hier alle rundherum stehen. Ne? Ja, das war jetzt nicht so begeistern.
Pille. Oh, hier mal einen Informatiker. Alles nicht so aufregend. Heute weniger aufregend, als ich erst dachte. Die Spike ist ja weg. Stimmt ja. Ist ja eigentlich nichts mehr. Aber das Gute ist, wir können jetzt zur Zitadelle. Wollen wir uns noch? Ah, die krieg ich nicht auf. Kick die mal auf. Knacken. Monocle, drei Fernkampftreffer, zwei Kampfinitiative, so alles voll die fetten Negativ-Boni, dass man überhaupt was Plus kriegt von diesen Dingern. Das kennen wir auch alle schon. Drauf die Jungs. Hier war die Jessie wahrscheinlich drin. Aber ich jetzt komplett gehandsackt. Oh. Oh. Was haben wir denn da hinten noch schön? Zack. Aha, das ist die letzte Geschichte. Da bedanken wir uns bei dem Herrn nochmal. The Peacemaker's return. I only wish you now. Anything we can help you with? Nein. Danke. So. Waffe zum Zerlegen. Die Kriegsmunition, Energie. Waffe zum Zerlegen. Rot. Scharfschütze. Gegengift. Charms. Behalten wir mal. Mods. So, dann sortieren wir. Geschichte von John Henry, Teil 1. John Henry wusste, sie konnten ihn nicht umgehen. Und es blieb nur ein Weg übrig, direkt durch das Herz des Berges bohren, sprengen und kämpfen. Ja, ich sehe eure Fassungslosigkeit. Ich höre euch entsetzt nach Luft schnappen. Aber zu so etwas waren die Männer früher in der Lage, als John Henry noch auf der Erde wandelte. Die Atchisons
haben sich beschwert, wie man es von ihnen erwartet hat. Sie wollten es nicht leicht machen und drumherum gehen. Aber die Stahlklopfer wollten darauf nicht eingehen. Genauso wenig wie die Tupikans. Um die Diskussion abzukürzen, nahm John Henry die Luddington-Familie, die stärkste Familie der Tupikans-Rüttler, und ohne nach Erlaubnis zu fragen, machte er sich über den Berg her. Arbeitete unermüdlich, eine große Staubwolke mit seinen mächtigen Schlägen aufwirbeln, und bevor der Tag vorbei war, waren sie 3 Meter tief im Berg. Doch während die Arbeit voranging, über Wochen erschien ein Geschäftsmann, Hut in der Hand und ein Lächeln im Gesicht, wahrscheinlich ein Atchison-Agent. Aber uns ist die Wahrheit nicht ganz bekannt, aber er ging mit seinen mechanischen Waren hausieren. Pries die Vorteile von synthetischen Arbeitern, Vulkankanonen, um in den Fels zu sprengen, und Titanklauen, um den Weg freizuräumen, und mächtige, schlangenähnliche Bohrroboter namens Oligotron. Falls ihr dachtet, John Henry würde so etwas dulden, dann habt ihr nicht aufgepasst. Er hat die Bedrohung der Roboter lange vor uns schon gesehen und wollte die Menschheit sich nicht so leicht ausstechen lassen. Er trat vor den Geschäftsmann und legte eine große Hand auf dessen Schulter. Nun, Sir, Sie glauben, Ihre Roboter können schneller arbeiten als ich? GNO wusste, sie konnten ihn nicht umgehen und es blieb nur ein Weg übrig, direkt durch das Herz des Berges bohren, sprengen und kämpfen. Ja, ich sehe eine... Eure Fassungslosigkeit, Gesetze, Luftschnappen, die Asche, Beschwerden, bla bla bla. Dann haben wir uns gesehen. Oh, das ist schneller Arbeit als ich. Das war eins. Okay, Teil 3. Der Geschäftsmann lachte selbstsicher und schickte ein paar Vulkans und Titanklauen, um sie gegen John Henry zu messen. Währenddessen hob der große Mann 2 40-Pfund-Hämmer auf und verfolgte von der Luddington-Familie, stürzte sich mit Hingabe in seine Arbeit. Pausenlos klang das Klopfen seiner Hämmer durch die neu gebauten Tunnel. Der Geschäftsmann schwitzte und ärgerte sich, als er sah, dass John Henry besser als seine Roboterkreatur mithalten konnte. Er trieb sie härter und härter an, tobte und raste, bis eine der Vulkans durchbrannte und explodierte. John Henry gab aber nicht nach und er arbeitete und arbeitete. Als der Tag anbrach, jubelten alle Männer, als sie sahen, dass John Henrys Arbeit gute 10 Schritte weiter war als die der Roboter. Und der Geschäftsmann wurde in die Wüste geschickt. Sie jubelten und hoben John Henry auf ihre Schultern und trugen ihn nach draußen. Immer noch seine Hämmer umklammert. Aber sie bemerkten nicht die Erschöpfung des großen Mannes, da er alles gab, was er hatte, und noch viel mehr. Die Sonne traf John Henrys Gesicht, als er rausgetragen wurde, und er lächelte, gewiss, dass er gewonnen hatte, bevor er seinen letzten Atemzug tat und tot zusammensackte. Die Leute klagten mit großer Bestürzung, aber trotz allem wussten sie, dass die Menschheit gewonnen hatte und immer gewinnen würde. Denn John Henry war... ein hart arbeitender Mann. Er starb mit seinem Hammer in der Hand. Oh Herr, er starb mit seinem Hammer in der Hand. Okay. Was steht da drin? Er ist Matthias. Ja, das kommt da immer das. Über den Äther, ne? Das heißt hier dieser, jetzt wo wir alle wieder happy sind, ist da jetzt einer in diesem, da ist ja dieser Arcade-Laden. Ist er eigentlich auf dieser oder auf der anderen Seite? Hier glaube ich. Kann man hier die CD vielleicht einsetzen? Oder will er den Sega Mega Drive oder so?
tut nichts. So, kurz rein. When man stops walking in nature, man grows weak. Okay, warum noch gar nicht drin? Was haben wir denn da? Eine Diskette. Ich habe auch noch eine 3,5 Zoll Floppy Disk auf Arbeit. Das ist selber nicht mal in der hier. Ich glaube, das mag der nicht. Auf diese Maschine sind die Worte Missile Command gedruckt. Offensichtlich ist es das Ziel des Spiels, den Bildschirm mit blitzenden gelben Kreisen zu füllen. Asteroids. Gemalten Kreisen zerschmettert. Sind die Worte Marble Madness gedruckt. Ist das eine Warnung? Quarz. Ist hier auch noch was? Da liegt auch noch was. Noch eine Diskette. Reden wir mal mit ihm. Ein schmächtiger junger Mann mit dicker Brille und diversen 8-Bit-Modulen und Controllern als Tote um seinen Hals gehängt. Er hat Pac-Man auf seine Stirn tätowiert. Genau unter seinem struppigen blonden Haar trägt eine sauber gestutzten Ziegenmann. Greetings, Rangers. Welcome to the Quarex Arcade, where we have all the latest coin-op games. To what do I owe this pleasure? Wir würden dir gerne ein paar Fragen... Nee, warte. Sure, go ahead. Ask me anything. I can tell you all about my games if you want. I'm especially proud of my prized possession in the case behind me. Was ist dein wertvoller Besitz? That's my super scope. You aim it at the TV screen and fire, just like a gun. Except without all the actual killing and violence. When I found it, it was pretty badly messed up, but I nursed it back to health little by little. I even made a couple improvements. I love that thing more than I love most people. Now I just have to track down some games I can use it with. Aha. Wir würden dich lieber etwas über Gleisnummern fragen. Oh. Well, okay, I don't pay much attention to that Atchison's and Topekans stuff, though. Trains don't interest me. I just mostly play games. Mm-hmm. Everybody wants the trains to run again, but I don't know. I'd have to move my arcade. Sätze von den Tropicans. Topekans, get it? P? Oh, don't tell Master Kekaba I made that joke, okay? Kekaba? He's our end boss. Hangs out with his mini bosses at the town hall. I'm afraid of him, but he doesn't even bother me. I don't think he's ever come in here. Did you know he's only got one arm? Er ist unser Endboss mit seinen Minions. Was hältst du von den Adjutants? I don't know much about them. I know they're the same as us, but they're different somehow. Kind of like Golemers and Legites. Okay, was hältst du von Rangers? You guys are the best. Always helping people. Und brauchst du Hilfe? Not much you can do, unless you want to help fill out my game collection. I have all the old game systems, except a CDI machine. Those are sure tough to find. They must not have sold more than 50 of them. Oh, wir haben eine. Wow, is that what I think it is? I can't believe you found one. Here, have a bunch of quarters. You've got free games on my machines for the rest of your life. Come again, anytime. Okay, wieder was abgeschlossen. Der wird hier ja nicht rausgehen. Mal sehen, wenn wir speichern. Kannst du es aufbrechen? Hey, cut it out! You'll break the super scope! Das ist eine Waffe, oder? Diesen Holzglas polierten Plastik ist dieses Spielzeug vermutlich das wertvollste Stück Quartex-Sammlung. Ein verblasstes Etikett auf der Seite Superfernrohr. Das Gewehr an sich wäre nicht besonders nützlich als Waffe, da die Linse als des Zielfernrohrs keine Kerbe aufweist.
Es kann als Modifizierung für eine ihrer Waffen dienen. Es ist fraglich, ob Quartix glücklich darüber wäre, wenn es an dich nehmen würdest. Können wir das Gewehr haben? I can't imagine where you found that thing or what you had to do to get it, but I'm impressed. Come again, anytime. Naja, gut, wir sind Rangers, wir müssen hier nett sein. Wenigstens einen positiven hier. Okay. Logbuch. Hilf Dr. Bla, finde Schmerzmittel, such den Rest des Logbuchs. Was sie funken zur Nachricht. Wir haben ja ein Logbuch haben wir hier ja gefunden. Überwacht funkt die Nachrichten. Also sind hier durch. Glaube ich. Das heißt, wir treffen noch einen, der irgendwas haben will. Ich würde gerne mal zu den Adjutants gehen. Die Familie um Ralf haben wir ausgelöscht. Seine Mutter. Aber warte mal, die Dame ist überladen. Oder also, manchmal die ganzen CDs. Sicherheitschef, der hatte doch gesagt, dass er jetzt Feierabend macht. Dann haben wir noch die Dame, die gesagt haben, wir machen Frieden. Die alte Dame und die alte Indianerin. They let me cut my husband down. I have buried him at last. Thank you, Rangers. Good. Und dann war hier wo der. War der hier? Rangers, Ralphie's dead. What is there to live for? Oh, come, wir sind noch jung. 15, 9. Rangers, good to see you. Go away, Rangers. It kills me we were so blind about how to make peace. And I thank you again for all you did to make it happen. Everything is so much better now. And us and the Topekans should have the train up and running again in no time. Okay. Go away, Rangers. Ach. Gehöre. Ein bisschen schuldig fühle ich mich ja schon. Und der ist jetzt einfach in Rente gegangen oder was? Das gewünscht, wir hätten diese Fehde beendet, bevor mein Mann, ja. Oder hier drin? Ah ja. Er ist jetzt retired. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Der war in dem Haus, mein.
Ooh, Rangers. Ein paar Granatsplitter, die Winde. Was ist das, wie eine Winde ist? Brunnen. Achso, hier war noch unfreundliche. Hallo. Oh Ranger, ihr habt uns gerettet, jetzt ist mein lieber Mann nicht mehr im Krieg ziehen. Das ist das Sheriff, lässt sich die Ranger damit nicht. Ja. Ah, wir sind schon toll. Wo kann diese Winde sein? Ich hab schon mal die Highlight-Ding an. Ja, müssen dringend ausgebessert werden. Was ist der Leichnam? Ich glaube, es ist keine Winde. Ist auch nix. Ah, wie ich mal sagen, nächster Stopp ist die Zitadelle. Einmal alles wegpacken, verkaufen, ausbessern.
Artefakte abgeben. Genau, das Museum, die wollten Artefakte haben. So. Von mir hinten ist noch der Generator. Da hinten ist der Funkturm. Wenn das ja von hier angetrieben wurde und das ist ein Kabel. Die meinten, hier ist noch so ein komischer anderer. Das Kabelding. Lassen wir erst mal rattern. Ich glaube, wir müssen noch mal wiederkommen. Halt wegen diesem Turm hier. Seht ihr das? Das ist so eine Einsparung. Die ganze Teile des Turms fehlen. Kontrolliert diese Kontrollpulte im Moment gar nicht. Repariere den Turm und versorge ihn mit Energie, wenn du einen verstärkten Einheit anbringen willst. Der frostmarode Funkturm hat seit Jahren kein Signal mehr gesendet. Große Teile wurden geplündert und verschrottet. Es gibt keinen. Deswegen war im Einsatz der Antennenkartoffel. Ein Schwerlaststromkabel führt vom Turm zurück zum Bahndepot. Meint ihr einfach nur Strom? Versuchen es mal. Ich muss das jetzt wissen. Warte mal, Quick Save. Alarm aus. Get down to that generator and see what's happening. Wenn ich das Ding hier einsetze. Ja, Fischer. Ja, einfach nichts machen.
Seht ihr noch irgendwas, das wir machen können? Warum nicht? Oh, jetzt ist ein Chopper. Sein. So. Die haben jetzt alle ganz schön gereizt, ja. Der Ingenieur, willkommen im neuen Gleisnummernlager. Ich glaube, wir haben so viel, dass wir verpasst haben hier mit dem Archiv und was nicht alles. Jetzt so eigentlich mal was. So war es da ein Toter zum Beispiel. Modifizierten Nephrotomie wurde. Und wer ist der Typ in Weiß? Fragen nur Fragen. Und Ralfi ist tot. Oh. Was ist da denn? Kann man die runterholen? Well, the boss made peace with those Topekans, so my work here, you can arrest me now. I'll come quiet. Ah. Warum sollten wir dich festnehmen? God damn it, I'm Adian the Chiseled Bombacetabo. I'm the baddest man in the wastes. I eat rattlesnakes for breakfast and I pick my teeth with their bones. I got a list of priors a mile long. I've killed more men than smallpox and I'm really tired of living in a yurt. Please arrest me. I'll do anything to get out of this dusty flea pit. Just give me 3 hots and a cot, and I'll be the best inmate you've ever had. Okay, we got it. I was Casey James' security chief, but now that there's peace, he don't need me no more, so I'm ready to do my time. Das Knast wartet schon, okay. Oh, thank you. Thank you. Yeah, I mean, dirty coppers. You'll never make it stick, see? Ain't no bars can hold Edie and the Chiseled Bombacetabo. Yeah, we'll say that. Yeah, true. You won't be so. Give me a gun and I'll kill whoever you want. Okay. Jetzt können wir aber Folgendes machen. Es fällt mir noch was ein. Wir können. You know, late in the afternoon, when the sun hits it just right, and a breeze comes in from the east, this lake smells like a dead manatee. Wie ein
tote Seekuh. Wunderbar. Nein, was ich mache ist, ich hole jetzt den Penner ab. Den Scompty. Und den können wir dann nicht mitnehmen. Ich hoffe, der steht da jetzt noch. Und dann muss der in die Zitadelle. Glaube ich. Vor allem egal, was er macht. Was hat denn der für Skills? Ist auch ein Nahkämpfer. Gurkenglas. Ich weiß nicht, ob ich einen Nahkämpfer brauche. Wir nehmen ihn mal mit. Gucken, was er macht. Den haben wir hier abgestellt, ne? Ja, aber so perplex, er hat sich, glaube ich, gar nicht bewegt. Doch, hat er. Hier stand er. Da ist er weg. Wo hatten wir den ursprünglich aufgetrieben? Muss in der Kneipe gewesen sein. Ah ja, gucken wir beim nächsten Mal nochmal kurz und dann kommt die Reise zurück zur Zitadelle. Ich bin gerade nochmal. Fördern. Copy, Echo One. Echo One, your recent progress merits a field promotion for one of your team. Congratulations, Echo One. Okay, for one of your team. Und das kapiert auch. So, Fertigkeit, hat so zwei. Was? Ach nee, Pille hat das ab dem. Hier fertig rein. Die ist eigentlich sehr gut hier in allem anderen. So, dann gehen wir auf Energiewaffen. Ausgebildeter Arzt, minus 25 auf den Statuseffekten nach der Heilung. Magische Hände. 20 Kron Gehalt, wenn du ausgeschaltete Teammitglieder wiederbelebst. Pro Schaden. Ja, das ist. Das brauchen wir. Schon. Schon mal Munition hier. Er hat sie eigentlich schon. Gib doch mal 117. Ja, gib doch mal 117 an sie. Bald mal Feuerstöße schießen. Na, wo hatten wir denn den? Den Typen aufgetrieben. Das hier oben bei der Kneipe?
hier war die Kneipe. Wo ist die Kneipe? Oder stand er hier irgendwo rum? Damn fools! Don't they know drink is a real man's addiction? Wollen noch ein paar gute Kommentare hier. Ja. Da. Hier ist er hier vielleicht in der Kneipe. Den Chisel im Halbogler. Meißel. Der ist lustig. Es scheint gerade so Leute in die Zitadelle schicken. Hier ist die Frage. Wenn die Gruppe voll ist. Rangerin ist thirsty work, isn't it? Topicana. Haben noch keine Archosen mehr? Also Topicana. Welcome, Rangers, to the finest bar in Topeka, to be honest. Dann sind noch keine Sache. Come back again. I love this place. Been kicked out of here more times than anywhere else. Da wenigstens klaut der nicht. Darum geht's. Ah, das sind alte Leute, aber noch ziemlich fit. Okay, bis zum nächsten Mal.